Ich werde heute meine Schabracken waschen und euch dabei mitnehmen und so ein bisschen zeigen, wie ich das mache. Denn ich muss das Badezimmer später eh putzen und das passt ganz gut, weil das ist schon eine Sauerei, muss ich zugeben. Ich wasche meine Schabracken per Hand und wie ich das mache, warum ich das so mache und was für Hilfsmittel ich verwende, werde ich euch jetzt im Video zeigen. Ich bin jetzt im Keller und werde jetzt als erstes meine Schabracken gut abbürsten. Normalerweise mache ich das Ganze draußen, aber es regnet jetzt gerade leider. Deswegen mache ich jetzt eben im Keller und habe hier schon den Staubsauger bereitstehen, der dann gleich die ganzen Haare wieder aufsaugen kann. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ihr die Schabracken vorher gut abbürstet, weil sonst Haare und Sand eure Abflüsse verstopfen können. Also ich benutze auf der Wurzelbürste und so diesem Magic Brush. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen oder Hilfsmittel, wie ihr das macht, dass man die Haare noch besser runterkriegt. Glücklicherweise haben wir jetzt ja gerade im Winter, meine Pferde waren geschoren, somit sind jetzt nicht so viele Haare auf den Decken. So, die ist fertig, die lege ich mir jetzt einmal zur Seite. Dann habe ich hier die nächste. Wie ihr seht, sind meine Schabracken zwar dreckig, aber sie sind nicht super dreckig. Da werde ich auch noch was zu sagen. Ich bin jetzt im Badezimmer und habe das Riesenglück, dass ich das überhaupt hier machen darf, dass mein Freund da sehr, sehr kulant ist und zwei Augen zudrückt, wenn es darum geht, mit Pferdesachen im Badezimmer und den ganzen Haaren. Wenn ihr es nicht zu Hause bei euch machen könnt, im Sommer geht es auch super, super gut mit einer großen Wanne im Garten. Das mache ich auch ganz gerne, weil ich dann auch selber den Dreck nicht in der Wohnung habe und ich die Sachen auch gleich draußen über den Stuhl oder über die Leine hängen kann. Dann legen wir jetzt los. Ich verwende diese Bürsten, womit ich die Schabracken gerade auch schon ausgebürstet habe, um die gleich richtig zu schrubben. Ich verwende Flüssigwaschmittel, da sich Pulver nicht auflöst. Welches ihr nehmt, ist, glaube ich, ziemlich egal. Ich verwende hier einfach einen von Weißer Riese, Sommerfrische Kraftgel und soll irgendwie Flecken, mit Fleckendetektivformel. Und dann habe ich noch Hygienespüler. Den verwende ich, damit alle Bakterien abgetötet werden, denn es desinfiziert die Wäsche. Ich wasche ja nicht besonders lange im Vergleich zu einer Waschmaschine und vor allen Dingen auch nicht sehr warm, also nicht sehr heiß. Dadurch töte ich hiermit dann alle Bakterien in den Schabracken ab. Als erstes werde ich jetzt die Schabracke, mit der ich beginne, ich fange jetzt einfach mit der hier an, das ist eigentlich auch egal, drehe ich erstmal auf die Innenseite, so, damit ich die auch gleich besonders gut putzen kann und die Außenseiten auch meistens gar nicht so dreckig sind. Lege die ganze Schabracke einmal in die Badewanne, mache den Abfluss zu. Und dann werde ich das Ganze jetzt mit einem lauwarmen Wasser erstmal abspülen und das Ganze einweichen lassen. Wenn ich die erste Seite abgespült habe, drehe ich die Schabracke einmal in der Badewanne und spüle auch noch die andere Seite ab. Macht die Badewanne nicht zu voll, denn das ist nur Wasserverschwendung und auch überhaupt nicht nötig. Ich habe die Schabracke jetzt einmal gut abgespült. Das Ganze bleibt jetzt circa eine halbe Stunde einfach so liegen. Ich drücke gleich nochmal mit den Händen ein bisschen das Wasser in die Schabracke rein. Das mache ich, damit sich erstmal so ein bisschen die ersten Dreckpartikel vom Wasser lösen können und ich gleich ein bisschen einfacher habe, den restlichen Dreck mit dem Spülmittel rauszuwaschen. Normalerweise wasche ich auch zwei Schabracken zusammen in der Badewanne. Heute zeige ich euch aber einmal, wie ich das mit jeder Schabracke einzeln mache, damit es sich nicht so stapelt in der Badewanne. Aber so könnt ihr noch mehr Wasser sparen. Ich will jetzt einmal das Wasser ablassen. Es ist auch schon ziemlich dunkel geworden. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera gut sehen kann. Und werde dann das Ganze einmal nochmal abspülen. Und dann werde ich Wasser einlaufen lassen und das Ganze mit dem Waschmittel und auch dem Hygienespüler schrubben. Von dem Waschmittel und auch von dem Weichspüler jetzt ins Wasser tue, mir die Bürsten nehme und dann das Ganze durchschrubbe von beiden Seiten. Ich verwende dafür ungefähr eine halbe Kappe davon. Ich habe das einfach so für mich herausgefunden, dass es ganz gut ist von der Menge, nicht zu viel und nicht zu wenig. Das gebe ich dann die Hälfte davon auf die eine Seite und jetzt schrubbe ich das Ganze mal ordentlich durch und stelle das andere nochmal die andere Hälfte zur Seite. Wie ihr sehen könnt, fängt es gleich an zu schäumen. Achtet darauf, dass ihr hier oben ganz gut schrubbt, wo der Sattel auch immer dicht an der Schulter aufliegt. Genauso hier hinten ist es sehr wichtig.
Mach das gar nicht so doll mit dem Schrubben, weil sonst einfach das Gewebe viel zu sehr darunter leidet. Es ist auch meistens nicht nötig, es sei denn, die Schabracken sind sehr, sehr verdreckt. Das gleiche mache ich jetzt immer auf der anderen Seite. Hier habe ich noch das restliche Waschmittel. Gebe das wieder gleichmäßig über die Schabracke rüber. Wenn ihr das gemacht habt, dreht die Schabracke einmal um auf die andere Seite. Da sich auch hier Staub und sowas absetzt und vor allem das, was ihr gerade durchgeschrubbt habt, könnt ihr jetzt mit einer weicheren Bürste, das würde ich nicht mit der Magic Brush machen, die ist doch schon viel zu hart eigentlich dafür, nehmt eine etwas weichere Bürste wie diese Wurzelbürste und geht dann noch einmal von außen so ein bisschen rüber. Hier ist das auch bei dieser jetzt der Fall, dass hier ein bisschen vom Sattel abgefärbt ist. Ich bin da nicht so pingelig, muss ich sagen. Ich schrubbe da ein bisschen rüber, man kriegt das zum Großteil auch ganz gut ab. Wenn nicht, kann man Gallseife noch nehmen, das hilft ganz gut. Aber hier geht es jetzt aber super ab. Wenn ich schon fertig geschrubbt habe, mache ich noch ein bisschen mehr Wasser rein, damit es ein bisschen einweichen kann und gebe dann, wie gesagt, noch hier diesen Weichspüler dazu, Hygienespüler dazu und lasse das Ganze noch mal etwa eine halbe Stunde einwirken. Jetzt habe ich die Katze eine halbe Stunde einwirken lassen. Jetzt drücke ich nochmal ganz ordentlich durch die Schabracke durch und spüle das Ganze dann nochmal aus. Spült immer so lange aus, bis wirklich kein dreckiges Wasser und auch kein Schaum mehr aus der Schabracke kommt, damit ihr sicher gehen könnt, dass so ziemlich alles rausgewaschen ist. Ihr müsst jetzt nur noch das Wasser aus der Schabracke bekommen, indem ihr sie ein paar Mal klappt und mit eurem Gewicht und euren Händen euch darauf stemmt. So drückt ihr das meiste Wasser raus und das reicht auch schon. Dringt nicht zu sehr an dem Stoff rum, weil damit verzieht ihr die nur. Ihr seht, tropft sie jetzt kaum noch. Die Cottons nehmen auch an sich gar nicht so viel Wasser auf. Also hier unten läuft es jetzt schon weiter. Da könnt ihr nochmal kurz bringen. Jetzt habe ich praktischerweise die Dusche direkt daneben. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mit der Schabracke schnell rüber zur Dusche und hänge sie dort über den Sattelblock, den ich da schon reingestellt habe. Das Ganze bleibt jetzt hier 2-3 Stunden hängen, damit das Wasser runterlaufen kann. Ich stapel die Schabracken dann noch übereinander und lasse das ganze Wasser nochmal runterlaufen. Das egal, ob ihr die übereinander stapelt oder nicht. Wenn ich Zeit habe, bleibt es auch noch länger liegen. Danach hänge ich es entweder draußen auf die Wäscheleine oder im Keller über die Leine. Und da braucht es noch mindestens 1 bis 2 Tage, bis die richtig durchgetrocknet ist. Wir sind auch schon am Ende. Ich mache das jetzt noch schnell mit den anderen beiden Schabracken. Zeige euch das jetzt aber nicht mehr, weil ich es leider zeitlich auch nicht schaffe. Wie schon gesagt, bei Flecken, gerade auf helleren Schabracken, könnt ihr noch Gallseife zusätzlich verwenden. Das funktioniert super gut. Ich mache das bei den teuren Schabracken, also ich habe eigentlich fast nur Schabracken, die mir sehr am Herzen liegen, weil sie schön sind und auch nicht sehr günstig waren. Habe ich aber mal ganz billige Arbeitsschabracken dabei oder alte Schabracken, schmeiße ich sie auch in die Waschmaschine. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, wenn die Schabracke sehr, sehr, sehr verdreckt ist. Ich werde euch im Sommer nochmal sowas machen, wenn die Pferde sehr geschwitzt haben, dann seht ihr, dass das Wasser auch wesentlich dreckiger noch ist. Wenn die auf der Weide sich gewälzt haben und danach geschwitzt haben, dann ist es natürlich sehr dreckig. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn die Schabracke wirklich über Monate verwendet wurde und sich eine richtige Schweißkruste gebildet hat. Ich verwende meine Schabracken immer nur so 2 Wochen höchstens und von daher funktioniert diese Technik ganz, ganz gut bei meinen Schabracken. Es ist sehr, sehr viel Aufwand, ich gebe es zu. Mir ist dieser Aufwand ist aber auf jeden Fall wert, weil meine Schabracken wirklich aussehen wie neu danach. Man kann bei vielen Schabracken, die ich schon 2-3 Mal gewaschen habe, einfach das gar nicht sehen, dass sie überhaupt schon mal benutzt wurden. Und das finde ich ist so der Ansporn, das auch durchzuziehen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben oder abonniert mich direkt kostenlos, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir. Bei Fragen könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben oder auch meine E-Mail-Adresse ist in der Infobox angegeben. Und wenn ihr Lust habt, schaut noch auf meinem Blog vorbei. Auch diese Adresse findet ihr unten in der Infobox. Und dann sehen wir uns bald zum nächsten Video wieder. Tschüss!